Hallo ihr lieben Kino- und Wohnzimmergucker, ich bin auf einer Baustelle. Wir fangen heute an. Heute ist Tag 1 unseres Projektes. Das wird hier Tatsache ganz was Besonderes. Und zwar ist das ein Heimkino in einem Seniorenstift. Bleibt dran, gleich geht's los. Ja ihr Lieben, ihr seht, ich stehe auf der Baustelle. Wir haben heute den ersten Tag. Wir wollen heute hier ein Heimkino einbauen. Heimkino, ja, irgendwie sind wir in einem Seniorenstift, in einem Premium-Seniorenstift. Und ja, die Bewohner haben sich hier schon seit langem ein Kino gewünscht. Hier sind natürlich ganz andere Anforderungen, als wir normalerweise in unseren Heimkinos berücksichtigen müssen. Tatsache sollen hier 8 bis 9 Sitze rein, war der Plan. Sie wollen ein schönes großes Bild und sie wollen natürlich auch irgendwie ein schönes Audiosystem. Aber wir müssen hier tatsächlich nicht auf High-End-Audio setzen und eigentlich auch nicht auf High-End-Bild, wobei das werden wir schon machen. Wir haben hier Besucher später, die sind so 70 plus bis 90. Irgendwo, also Bewohner dieses Seniorenstifts sind so zwischen 70 und 90 Jahre, wurde uns mitgeteilt. Das heißt, wir müssen hier ganz andere Sachen beachten. Wir müssen jetzt zum Beispiel Handläufe machen, dass die Leute sich festhalten können. Wir haben natürlich auch ein Podest hinten, wir haben eine zweite Sitzreihe und dann soll ja keiner stolpern, das müssen wir beleuchten und so weiter. So eine Sachen sind hier wichtig. Ein riesengroßes Bild werden wir auf jeden Fall machen, das kommt da vorne. Wir werden auch die Lautsprecher, so gut es geht, fast alle verstecken. Und ansonsten versuchen wir das so barrierefrei wie irgendwie möglich zu machen. Das wird der Plan. Und wir lassen Kamera immer zwischendurch ein bisschen mitlaufen und wenn dann irgendwann alles fertig ist, was ein paar Tage natürlich dauern wird, dann reden wir uns wieder. Viel Spaß beim Zugucken. Tag 1 der Arbeiten. Wir müssen natürlich den vorhandenen Fußboden schützen. Ich baue das Podest auf. Ronny verlegt schon diverse Kabelkanäle. Wir haben hier noch die Herausforderung, dass wir die Kinositze nicht direkt auf den guten Fußboden schrauben können, da ja eine Fußbodenheizung drunter ist. Deswegen muss ich hier eine Sonderkonstruktion machen, so dass die Sitze nachher auf einer separaten Platte installiert sind. Tag 2 der Arbeiten. Es werden weiterhin Kabel verlegt, Löcher gebohrt, weiter am Podest gebaut, an der Stufenbeleuchtung. Die Sitze dürfen schon mal probehalber Platz nehmen. Die Geländer sind schon dran. Das Beamerbrett ist schon dran. Tag 3. Der Teppichboden auf dem Podest wird verlegt. Die Sitze werden montiert. Die Lautsprecher hängen schon. Natürlich gibt es noch Lötarbeiten. Diverse Steuerleitungen müssen verlötet werden. Alle Kabel wurden in Kabelkanälen verlegt, da ja der Raum schon fertig renoviert war. So, so weit sind wir gekommen. 6 Sitze stehen. Licht brennt alle Kabel drin, alle Lautsprecher dran. Beamer brennt, alle Kabel vorbereitet. So, hier im Böffelwald ist alles fertig. Kommt noch ein bisschen Vasodeck und die Leinwand. Kabel alle drin, alle angeschlossen. Ronny macht morgen noch Vorhänge, ein bisschen Vorhang hängt auch schon, aber sieht schick aus, wird ein gemütliches Kino. 4 Tage sind vergangen, das konntet ihr jetzt im Schnelldurchlauf vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wir haben Tatsache hier 4 Tage gearbeitet mit 2 Personen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Sachen ein, was hier entstanden ist. Das ist schon ein Heimkino, aber kein Heimkino, wie wir es normalerweise bauen. Wir befinden uns hier in einem Seniorenstift. Und hier sind ältere Leute und die wollen auch gerne mal wieder so ein Kinoerlebnis haben. Auf diese ganzen Bedürfnisse mussten wir eingehen und wir hatten natürlich eine Budgetvorgabe. Da sollten wir jetzt auch nicht zu weit von abkommen. Das heißt, ja, daran mussten wir uns halten und mit den Gegebenheiten eben umgehen. So, aber gewünscht waren halt viele Sitzplätze. Wir haben uns entschieden, hier 9 Sitzplätze zu installieren. Das heißt, wir haben in der oberen Reihe 5 Sitzplätze, in der unteren 4. Mit einem Podest, dass die Leute natürlich übereinander sind. Und wir haben alles mit hellen Farben diesmal gemacht. Tatsache ist es nicht schwarz. Es sind alles so ein bisschen, ja, zwar irgendwie gedeckte Farben, aber es ist halt nicht kein schwarzes Kino, wie wir es ja schon ab und zu mal bauen. Daran muss man ja denken. Es sollte alles altersgerecht sein. Hier sollte keiner stürzen und so weiter. Sie gucken gerne hier Dokumentationen. Auch mal einen Actionfilm, klar, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht so das Hauptanliegen. Wir haben ein richtiges 5.1 Audiosystem hier installiert. Tatsache, Monitor Audio Bronze Serie 5.2 sogar. Entschuldigung, wir haben Tatsache vorne 2 Subwoofer.
weil der Raum etwas größer ist, haben wir einfach zwei Subwoofer genommen. Wir haben auch einen klasse Beamer, LS11000 von Epson, eigentlich genau der richtige Beamer. Und wir haben ein 3,50 Meter großes Bild, 3,50 Meter in der Breite in 16:9. Also wirklich, wirklich schön groß. So, was haben wir noch? Wir haben die Technik relativ einfach gehalten. Wir wollten auch keine Multifunktionsfernbedienung. Ihr wisst ja, die Leute müssen es auch irgendwie bedienen. Hier gibt es zwar auch irgendwelche Betreuer und so, die so ein bisschen helfen, aber irgendwie fummelt ja doch mal jeder rum. Deswegen haben wir uns tatsächlich entschieden, die Geräte ihre eigenen Fernbedienung zu lassen. Damit kommen sie wirklich am besten klar. Alles andere wäre wahrscheinlich zu kompliziert geworden. Wir können hier Apple TV zuspielen, das heißt alles, was Streaming ist. Wir können hier Blu-rays zuspielen, das heißt ein Blu-ray-Player ist da. Und wir haben einen Satellitenreceiver oder ich glaube einen Kabelreceiver in dem Fall für ein normales Fernsehen, wenn mal irgendeine Show oder so im Fernsehen läuft. Alles das haben wir verbaut und das steht hier offen, hinten einfach zu bedienen in der Ecke. Seht ihr da? Ja, dass hier keiner stürzt, haben wir natürlich auch Handläufe installiert. Das war schon wichtig, dass hier auch im Dunkeln, wenn man jemand raus will, kann man einfach sich auch hier festhalten. Wir haben Stufenbeleuchtung. Die Stufenbeleuchtung ist auch während des Betriebes immer an, gedimmt. Aber falls mal jemand raus will, dass er hier nicht irgendwie stürzt. Wir haben oben schön kuscheligen Teppich verlegt. Wir haben aber unten den Originalfußboden gelassen. Hat ja auch was mit Reinigung zu tun und so in so einem Haus. Muss man ja alles bedenken. Trotzdem wollten wir diesen Kinocharakter haben. So, und jetzt gucken wir mal ein bisschen, was wir vorne gemacht haben. Wir haben tatsächlich vorne ja eine echte Baffelwall gebaut. Das heißt, wir haben wirklich eine stoffbespannte Wand konstruiert. Wir haben dahinter etwas mit Akustik gemacht. Das haben wir jetzt nicht übertrieben, weil Akustik steht hier nicht an allererster Stelle. Aber dass der Raum nicht so hallig ist, haben wir schon so ein klein bisschen was gemacht zumindest. Wir haben Lautsprecher hinter dem Akustikstoff versteckt. Das heißt, wenn man nach vorne guckt, sieht man tatsächlich keine Lautsprecher. Finde ich immer ganz cool, weil es kommt so ein bisschen mehr Kinoeffekt rüber. Dann die riesengroße Leinwand. Die konnte in dem Fall natürlich weiß sein, weil man den Raum ja dunkel machen kann. Und wir haben Vorhänge installiert. Guckt mal, hier hinter sind die Fenster. Und das haben wir auf beiden Seiten gemacht. Auf der Seite haben wir die Tür, auf der Seite haben wir die Fenster. Vorhänge ist Tatsache unsere erste Installation mit Ado-Vorhängen. Habt ihr schon mal das gehört? Ado mit der Goldkante? Ältere von euch werden es noch kennen. Da gab es mal eine Werbung im Fernsehen. Kennt ihr die noch? Du meine Güte, Charles! Madam? Meine Ado-Vorhänge. Wundervolles Material, Madam. Im ganzen Hause findet sich nichts Besseres. Ado-Vorhänge gehören ans Fenster. An jedes Fenster. Sehr wohl, Madam. Ado, die mit der Goldkante. Ja, Ado mit der Goldkante. Und diese Firma gibt es immer noch. Die heißt jetzt wirklich Ado Goldkante GmbH. Und mit der machen wir jetzt aktuell eine ganze Menge, weil wir haben festgestellt, in einem Kino oder so wie wir es bauen, Wohnzimmerkinos oder dedizierte Kinos, da ist der Vorhang eine wirklich wichtige Sache. Vorhänge müssen, die müssen abdunkeln können meist. Sie haben was mit der Raumakustik zu tun. Wir brauchen dicke, gute Stoffe. Sie müssen aber auch edel und schick aussehen. Und da haben wir uns jetzt tatsächlich entschieden, wir arbeiten jetzt zukünftig hauptsächlich mit der Firma Ado Goldkante zusammen. Wir haben mittlerweile bei uns im Laden eine riesen Ausstellung gebaut. Ich mache da mal ein Video zu, weil Tatsache Vorhänge, Gardinen im Heimkino ist Tatsache ein Thema, was man gar nicht so vernachlässigen darf. Und da haben wir auch viele Jahre auch manchmal schlechte Erfahrungen gemacht mit Vorhängen. Das nun nebenbei. Hier ist schon mal unsere erste Installation von einem Kino mit Ado Goldkante. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir haben halt ein Kino mit einer riesen Leinwand, ein 5.2 Lautsprechersystem, wir haben 9 Sitze mit Podest, alles, was so ein Heimkino benötigt, nur mal diesmal ein bisschen anders. So, das war's schon für heute. Hat's euch gefallen? Ich mache natürlich demnächst noch mehr solche Videos, aber auch das war für uns eine kleine Besonderheit. So ein Kino baut man jetzt auch nicht jeden Tag. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis nächste Woche.